Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich bin euer Exitus Master und in der letzten Episode haben wir uns den Spectre gestellt, der für den Shadow Broker arbeitet. Und ja, wir spielen den Shadow Broker DLC und wir müssen Vasir schnappen. Den Spectre, der auf der Flucht ist, vor Liara und Shepard. Und hier ist einer, der was sagt. Medikit. Zwei tote Max, zwei kaputte Max. Gast reden. Hey, wir sind unbewaffnet. Wir haben nichts gesehen. Okay. Aha, was haben wir hier? Schlüpfriges Video mit Liara reden. Was für ein Hotel ist das? Also, ein Luxusressort mit einer exotischen Komponente. Azor ist in einigen Gegenden von Ilium ein Slang-Ausdruck für ein gewisses Asari-Körperteil. Wo? Hauptsächlich im unteren Bereich. Ich meinte, wo am Asari-Körper? Ich auch. Okay, interessant, sehr schön. Hier hinten haben wir noch Energiezellen, das ist interessanter. Vasirs Wagen. Vasirs Wagen. Das müsste sie bremsen. Schadensschutz bekommen, sehr schön. Der Wagen brennt. Hier sind noch mehr kaputte Max. Ein Asari. Kaltblütig niedergeschossen. Und Blut. Asari-Blut. Viel Blut verloren. Wir kommen ihr näher. Sie ist zäh. Das muss man ihr lassen. Spectre. Sie ist ein Spectre. Genau. So wie ich. Ich bin aber zäh. Noch eine tote Asari. Medikit. Können wir unsere Waffen ändern, aber ich habe die passende Waffe. Die hat alles umgeholzt. Privates Datenpad. 2500 Credits, sehr schön. Und jetzt kommt der Endkampf. Vasir kann sich nicht mehr verstecken. Und da ist sie. Noch am Bluten. Vasir, es ist vorbei. Hey, hey du, komm her. Wie heißt du? Da laufen sie weg. Marianna. Marianna, du willst doch leben, oder? Sag diesen Leuten, dass du leben willst. Bitte. Lassen Sie sie gehen. Vasir, sie müssen das nicht tun. Sie hätten nur weggehen müssen. Jetzt wird's hässlich. Bitte, ich habe einen Sohn. Einen Sohn? Hoffentlich sieht er dich wieder. Eltern zu verlieren soll für Kinder ja ziemlich schlimm sein. Narben für das ganze Leben. Ich werde sie erledigen, Vasir. Schon okay, Liara. Wir kriegen das hin. So wie immer. Genau. Soll Marianas kleiner Junge ohne Mami aufwachsen, Shepard? Thermomagazine auf den Boden, sofort. Noch, das darf nicht wahr sein. Ich hab die beiden Luftauktionen nicht. Ich verwunde die Geisel. Clever, eine Geisel zu nehmen. Ein Spectre tut, was nötig ist, um sein Ziel zu erreichen. Genau. So ist es. Aber Sie vergessen eines, Vasir. Ich bin auch ein Spectre. Zack, erwischt. Verdammt! Ah, mein Arm! Tut mir leid. Sie werden leben. Okay, jetzt geht's los. 15 Abtrünniger, sehr fein. Das müsste sie aufbremsen. Ich bin unterwegs. Entschuldig schon. Sie ist ziemlich zäh. Hey. Ziemlich zäh ist sie. Ziemlich biotisch. Komm her.
Die bewegt sich ziemlich schnell. Tali, Carnifex, bitte. Ich habe keine Muni mehr. Komm her. Ja, ich fahr dann viel aus. Wo sind denn die Gegner? Ah, da kommen sie schon. Und Drohnen auch noch. Shadowbroker-Techniker. Und tot. Komm her. Und tot. Haben Sie mich vermisst? Ein bisschen schon. Da bist du ja schon. Bleib mal stehen. Schieß doch nicht auf die Kampfdrohne, ey! Du hast gleich keine Barriere mehr. Da kommen die nächsten. Wieder eine Drohne. Jedes Mal zwei Techniker. Okay, Kampfdrohne. Deckung zu gehen wäre nicht schlecht, Shepard. Schon wieder eine. Singularität. Ja, mehr oder weniger. Aua. So, der ist weg. Jetzt kommt sie wieder, ne? Ja, da komm her. Jetzt hat sie noch Panzerung und Gesundheit. Brandmunition ist sehr gut dagegen. Bis bald erledigt. So. Wo ist sie denn? Wir hätten es zurückbleiben. Hoffwelle. Muni aussammeln. Warum liegt hier eine Waffe? Hast gleich nichts mehr. Keine Panzerung. Singularität und Kampfdrohne. Aha, schon haben wir dich. Betäubungsschlag. Das tut weh, wa? Und sie ist tot. Erwischt. Verdammt. Ziemlich zäh. Aber am Ende haben wir gewonnen. Sekats privates Datenpad. Damit können wir den Shadowbroker finden. Exzellent. Sie sind tot. Der Shadowbroker ist seit Jahrzehnten an der Macht. Er ist stärker als alles, was ihm je begegnet ist. Haben Sie deswegen den Rat verkauft, um für ihn zu arbeiten? Sie glauben, ich hätte den Rat hintergangen? So wie Saren? Zur Hölle mit ihm. Der Broker hat mir all die Jahre ausgezeichnete Informationen gegeben. Ich habe damit Leben gerettet und die Citadel sicher gemacht. Wenn du meinst? Wenn der Broker will, dass ein paar Leute verschwinden, bezahle ich diesen Preis, ohne zu zögern. Sie sind zu weit gegangen. Spectres sprengen keine Gebäude voller Unschuldiger in die Luft. Aber natürlich. Wir machen uns die Hände schmutzig, damit es der Rat nicht tun muss. Die Ratsmitglieder beschweren sich über unsere Methoden, um ihr Gewissen zu beruhigen. Aber sie sehen nicht genau hin. Kann was Wahres dran sein. Gehören sie zu Cerberus. Haben Sie eine Ahnung, was Ihre Terroristenfreunde schon alles getan haben? Ja, aber ich hatte keine andere Wahl, als mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie getan haben. Es ist nicht wichtig. Ich glaube schon. Sie wollen mich verurteilen? Sehen Sie in den Spiegel. Kinder in biotische Todeslager entführen. Verdammt, Ihre eigene Einheit auf Arkus. Und Sie gehören zu Ihnen. Wagen Sie es nicht, mich zu verurteilen. Wagen Sie es nicht. Und tot. Das ging schnell. Und jetzt bin ich nicht im Bild, okay. Der Soni eliminieren und Daten sicherstellen.
Zivile Opfer sind unwichtig. Was hier ist tot. Ich übertrage die Daten zu den Computern der Normandy. Wir können in wenigen Stunden bei der Basis Mass Effect Musik sein. Er wird schon bald von Vasir erfahren. Mass Effect 1. Wenn er beschließt, Farron. Wir holen Farron lebend daraus, Lyara. Versprochen. Ich weiß. Sie sind hier, um zu helfen. Wie immer. Ich helfe immer gern. Ist das etwa nichts Gutes? Bei unserem ersten Treffen auf Terum haben sie mich vor den Geth gerettet. Sie bekämpften einen kroganischen Kampfmeister, während ich in der Ecke kauerte. Und jetzt tun sie es wieder. Und ich verlasse mich noch immer auf ihre Hilfe. Genau. Dafür sind Freunde da, Lyara. Genau. Zweimal genau, sogar. Ich kann uns mit Sekats Daten dorthin bringen. Das Tarnsystem der Normandy wird verhindern, dass sie uns entdecken. Die Agenten des Shadow Broker schießen sich immer noch durch ganz Ilium. Mit etwas Glück merken sie erst, dass wir weg sind. Das ist ziemlich kalt. Sie haben Unschuldige getötet. Ich nehme die gute Antwortmöglichkeit. Tue ich das? Als ich im Handelszentrum zu Boden ging, sind sie Vasir hinterher, ohne sich umzudrehen. Ich wusste, sowas bringt sie nicht um. Ich musste an Vasir dranbleiben. Ich musste rational bleiben und eine Entscheidung treffen. Wie bei Sekat. Es war Vasirs Schuld, nicht ihre. Sekat hatte keine Ahnung, wie hoch das Risiko war. Ich habe ihn gefährdet, um an die Daten zu kommen, die ich wollte. Ich bin schuld an seinem Tod. Und ich würde es wieder tun. Okay. Aber ab jetzt ist alles ganz einfach. Rein... Farron holen, raus. Und jeden umlegen, der uns aufhalten will. Ist das alles? Das ist alles. Nochmal positiv. Eine Sekunde die Luft an. Wir sprengen mehrere Lichtjahre. Wir haben Zeit zum Reden. Worüber? Unsere Beziehung ist zu Ende. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie sind seit meiner Rückkehr nicht mehr dieselbe. Genau. Sie haben sich verändert. Was soll ich denn sagen? Dass ich um sie getrauert habe? Dass ich mich schuldig fühle, weil Farron gefangen genommen wurde? Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Verluste erlitten. Ich habe bei ihrer Rückkehr geholfen und will dasselbe jetzt auch für Farron tun. Wir können reden, sobald er in Sicherheit ist. Bis dahin ist das Genießen der Aussicht eine Beleidigung für den Mann, der uns beide gerettet hat. Okay, gehen wir. Auf geht's. Ja, Lyara hat sich verändert. Sehr sogar. Und das ist das Schiff des Shadowwalkers. Wen nehmen wir mit? Wen nehmen wir mit? Legion. Nee, Legion nehmen wir, oder? Aber wir nehmen ihn mit. Beenden. Zack, da sind wir. Und da ist das Schiff. Tagsüber kochen die Ozeane und 10 Minuten nach Sonnenuntergang sind sie zugefroren. Da drin lebt der Shadow Broker. Sein Schiff folgt dem Sonnenuntergang. Um Sturm nicht aufzuspüren, außer man weiß, wo man suchen muss. Wie kommen wir rein? Die Shuttlebucht ist abgeriegelt. Wir müssen landen und nach einer Luke suchen. Okay. Tun wir das. Aber wir können nicht lange draußen bleiben. Wo die heiße und die kalte Luft aufeinandertreffen, tobt ständig ein Gewitter. Und wir gehen an Bord. Auf die Hülle, besser gesagt. Und Schiff Shuttle. Es ist bei diesen Blitzen. Da sind wir. Sagen, aber ich empfange Signale von einem Kommunikationssystem im hinteren Teil des Schiffs. Da unten ist nichts außer Wartungsausrüstung. Wir müssen einen Eingang in der Nähe der hinteren Schilde finden. Und